Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 zusammen mit Baloui und mit Katze. Hallo, ich bin Baloui. Mario. Ich habe gehört, ich darf heute Sandburgen bauen. Nein, du sollst Ställe bauen. Wir haben da das Sandburgen. Feld jetzt freigemacht. Miri, passt du auf, ey, sonst gebe ich Baloui gleich Pfeffer, dann muss der wieder niesen in deiner Aufnahme. Nein! Ich will nicht, dass Baloui in meiner Aufnahme niest. Okay. Ja, also ich weiß nicht, kannst du Sachen? Du kannst, also du musst Tierhaltung. Jetzt guckst du mal, ich würde erstmal mit kleinen Gehegen anfangen, oder willst du direkt große machen? Eine Hundehütte. Gute Tierhaltung. Wenn du Hunde vermehren möchtest, ja. Ein großer Pferdestall. Nein, ich meine nicht Pferde. Du sollst dich mit anderen Tieren beschäftigen. Du kannst auch einen großen Pferdestall kaufen, aber dann musst du vorher den kleinen loswerden und dann musst du deine Pferde vorher loswerden. Richtig. Lolli stinkt nach Maggi und zwar hart. Das heißt, hart, ich soll hart, Hühner anpflanzen? Ja, du könntest mal einen Hühnerstall mit anfangen. Oder egal, such dir einfach irgendein Tier aus, was dir gefällt. Hühner anpflanzen ist doch lol. Hast du das so dicht dran gesetzt wie möglich? Weil du musst den Platz ja möglichst ja, gut ausnutzen. Ja, natürlich habe ich das. Es geht nicht näher an das Sedo. Katze, Überraschungshühnerstall. Ja, ich habe es gesehen. Er ist auf einmal neben mir aufgeploppt. Ich finde gut, dass da irgendwelche Markierungen an der Seite sind und ich jetzt schon nicht weiß, was bedeutet und warum es die braucht. Markierungen das weiß sind Miri, fast so groß wie der Miri Stall. Hat immer Ahnung, was man da reintut. Ahnung, Benung, Zehnung, Dehnung. Erstmal muss ich jetzt Hühner kaufen. Wo kriegst du die denn her? Kannst du die da direkt vor Ort kaufen oder musst du die bei deinem Freund holen? Weiß ich nicht. Oh, ja, ist das Pferde süß, kaufst. Der Hühnerstall. Hühner kaufe ich in KFC. Ich glaube, das ist nicht ganz das Ziel davon. Oder Miri macht ein KFC. Guckt mal, liebe Kinder, das ist euer Essen. Wenn Kinder wissen, wie Chicken Nuggets hergestellt werden. 200 neue Tiere. Das sind und meine 200 Euro sonstige. Haben die Hühner gekostet. Alter. Pro Huhn. Ich hoffe mal, schwer, dass das... Hättest du auch einfach Eier im Supermarkt kaufen können. Das sind Premium-Hühner. Das sind nicht nur ein Huhn. Ich weiß nicht. Hat irgendjemand sich damit beschäftigt, wie viele Hühner? Was brauchen Nein. die zu essen? Das ist die Frage. Haben wir einen Mitspieler, der Peter heißt? Guck doch einfach, Miri, in die Hilfe in der Seite, steht das da auch. Was für eine Hilfe? Ja, drück mal Escape und da gibt es irgendwo diese Tabs, wo dann drin steht, was Hühner brauchen und so. Oh ja, Stallinformation. Sauberkeit 0% und brauchen Weizen und Gerste. Okay. Weizen und Gerste? Gerstiger Hobbit. Hat jemand Weizen? Gerstiger Hobbit. Hast du nicht irgendwas davon bei deinen Pferden? Nein. Muss man ich würde sagen, einfach ein paar Seeds anbauen und dann Bohnenmehl drauf. Pass auf. Ah, hier ist Chicken Futter. Chicken Futter. Was gibt's? Knochenmehl kriegen die doch, oder? Knochenmehl. Nee, aus Antibiotika. Denen macht man Knochenmehl. Ja, aber die haben das doch zum Teil zurückgefüttert. Das war doch das Problem. Da war doch voll das Drama. Ja, nee, das war doch voll das Problem damals, dass die Knochenmehl an die Tiere verfüttert haben. Ich finde das sowieso gar nicht so kacke, was sie da immer gesagt haben. So ein Hühnchen vorher ins Babybecken zu lassen, damit ein Chlorhühnchen wird, ist doch kein Problem. Chlorhühnchen? Gab es dafür einen Grund oder war das einfach nur Mobbing? Jetzt muss ich zum Ballen aufsammeln auf dein Feld fahren, Miri. Wieso musst du auf mein Feld fahren? Weil da ein Ballen drauf ist. Warum ist da ein Ballen drauf? Er hat sich verlaufen. Baloui. Er hat was sich verlaufen. Was soll das? Kommt halt vor. Wo fährt Miri mit dem Radlader hin? Zum Radfahren. Also. Vielleicht holt sie das Hühnerfutter am Shop ab. Vielleicht fahre ich jetzt in den See. Ich mache einen Ausflug ans Meer. Viel Spaß, guck mal, Katze, ich habe noch einen anderen Ballen gefunden. Ja, den habe ich auch noch da vorne, vor unserer Garage steht auch noch einer. Was machen wir mit denen? Die können wir aufheben, für wenn Tiere Gras brauchen. Ja. Denke ich mal. Für die drogensüchtigen Tiere, genau. Ja, auf jeden Fall. Die Steuerung. Übrigens, in dem Teich hier drin liegt auch noch. Warte mal, kann ich da in den Teich reinlaufen, ohne dass es Probleme gibt?
Nein. Nein, das war falsch rum. Ah, oh, ich habe ja, das Miri schon so ist gar nicht so leicht, Radlader zu fahren, ne? Und ich bin ja ein echt Gabelstapler gefahren. Hä, hey, ich da mach das jetzt zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Ja, ist halt voll schwer. Ja, ich sag ja nur, wie krass Lauli das von Mauli? Mir war, dass ich was. Ich habe vor einiger Zeit, wo wir das erste Mal mit dem Radlader, mit den Ballen hier angefangen haben, habe ich einen Ballen aus Versehen hier ins Wasser rollen aus lassen. Versehen. Und der liegt, glaube ich, immer noch in dem See drin. Der aus wohnt Versehen da. Vor allen Dingen. Ja, der wohnt der da. Ballen von Loch Ness. So ist es. Ja. Okay. Oh, okay. Ansonsten habt ihr keine Probleme, oder? Nee. Es kommt drauf an. Zählt dein Gesicht als Problem? Nein, aber Earlys. Early Bobbing, Early hat mich neulich darauf angesprochen, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass hier wohl, dass er sich wohl Landwirtschaftssimulator angucken muss. Ah, das hat aber gedauert. Hat er es versucht, als Argument zu bringen, so, ich guck mal Landwirtschaftssimulator. Wenn du jetzt nicht gut tust, dann guck ich Landwirtschaftssimulator. Dann mach doch, du Bobo. Echt mal, als ob wir davor Angst hätten. Vor der Klage. Er hat anscheinend aber wirklich, obwohl wir drei Folgen, die Communities ihm wahrscheinlich tausendmal das schon gesagt haben. Er hat es nur wegen der Community gemerkt. Ich habe ihm gesagt, dass es eine ganze Themenwoche gab für ihn. Habe ich nicht gesehen. Ach. Oh Mann, der wird auch erst merken, wenn die Welt untergeht, wenn sie untergegangen ist. Zu merken, hey, sorry. Zwei Tage später ich weiß, wahrscheinlich. Du bist so ein bisschen mit Hörnern und so, aber wo sind alle anderen? Weißt du das so? Nein, der Ball rollt ins Wasser. Nein! Oh nö, Lukas hat das aus Versehen ins Wasser rollen lassen. Wie kann sowas denn nur passieren? Jetzt ist der nächste Ball im Wasser. Große Nachfrage bei Scheune. Hä? Was ist für eine Nachfrage bei der Scheune? Was ja, ist da für eine Nachfrage? Wir wollen's wissen. Gib mir einen Ballen mehr, ey. So eine Kacke. Ich möchte anmerken, dass Blauli gerade einfach $1,000 den Wald runtergeballt hat hier mit dem Ding. Recht, sagst du. Sogar was mehr ist denn, was ist denn Alter, sonstiges, um Miri? Weiß ich nicht, was sonstiges ist. Warum kaufst du sonstiges? Ich hab nur Hühner gekauft. Kaufst die Hühner und zusätzlich noch die Transport, ne? In denen die transportiert werden. Das kann sein. Ja, richtig. Alter, wie viel teuer die Transport? Fahr doch selber und hol die blöden Dinger ab. Hä? Der Transport kostet $60. Nee. Das waren 1.500 Euro für sonstiges. Aber wieso kosten die Hühner so viel zu transportieren? Hä, aber das ist doch nur addiert gewesen. Ihr hattet 70.000 Hühner gekauft, dann passt das. Ich hab drei. Ja, aber die Hühner haben 150 gekostet und die sonstigen Kosten waren 1.500. Nee, die Hühner kosten nicht 150. Hast du umgekehrt gesehen wahrscheinlich. Ein Hühner Huhn kosten 200. Ein Huhn kostet 50 Euro. Ach so, 50, ja gut. Ich glaube, das ist noch ganz schön teuer für Hühner. Ich glaube, du kannst auch billiger kaufen. Ja, in der Tiefkühltruhe auf jeden Fall. Warte, lass mich mal gucken. eBay Kleinanzeigen. Was kosten Hühner? Ja. Ich will ein Huhn. Das können wir bei uns im Garten stellen. Huhn. Ich kannte mal jemanden, der hat ein Haushühnchen. Ein Haushühnchen? Ja, ich glaube, das fänden die Katzen nicht so geil. Hier kann ich drei Hühner für 25 Euro kaufen. Was ist denn das hier für ein Wucher für die blöden Hühner? Drei Hühner für 25 Euro? Sind das Legehennen oder? Das sind Sundheimer Hennen. Also wenn die auf, also theoretisch könntest du so ja eigentlich Eier und sie legen bekommen, auch, ne? Ja. Und es sind sogar nicht nur normale Hühner, sie sind so weiß und mit bisschen schwarzen Flecken. Du meinst, die legen bessere Eier oder was? Mit Dalmatiner in disguise. Hier kann ich fünf Hühner für 25 Euro kaufen. Okay, jetzt kann ich es catchen. Was? Was soll denn das? Dafür, dass du nie wieder frische Eier kaufen musst, ne? Ja, aber warum muss ich denn hier für 50 Euro einen Huhn kaufen, wenn ich in Wirklichkeit für 5 Euro eins bekomme? Das sind Special Premium Hühner. Naja, so sehen die aber nicht aus. Nein, die ich hätte kaufen können. Das hier sind nur ganz normale Hühner. Achso. Sowas wie normale Hühner gibt's, glaube ich, nicht. Bist du ein normales Huhn? Nein, du bist ein Hahn. Ich bin ein taubes Nüsschen. Hey. Musst du auch einen Hahn kaufen? Weiß ich nicht, ob ich das muss, aber einen habe ich jetzt gekauft. Ja, dann nicht reproduzieren die sich jetzt. Sonst haben die ja keine Chance. Stimmt, die reproduzieren sich ja, stimmt. Da steht aber 0% Reproduktionsrate. Ja, das dauert und je mehr Hühner du hast, desto mehr reproduzieren die sich natürlich auch. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob ein Hahn dann am Ende für 48.000 Hühnchen reicht. Na, wenn er potent ist. Das sind Sechshähnchen. Das ist ein Hahn. Wenn er den ganzen Tag nur ans Pimpern denkt, vielleicht. Einmal 60, also die Hühner hier legen in 60 Stunden das nächste Ei, das nächste Tier.
Legen das nächste Tier. Ja, ja, das, wenn du halt mehr Hühner hast, dann geht es schneller. Achso. Dann kaufe ich noch mehr Hühner, aber ich weiß nicht, wie viele in den Stall passen. Aber dann transportier die selber. Ja, ich weiß. Aber du hast doch gar keinen Tiertransporter. Klar, sie hat den Pferdetransporter. Nein, kannst du da nicht, das pinke Ding ist doch kein Transporter. Das ist eine Lebenseinstellung. Ich guck mal, ob ich damit Hühner transportieren kann. Da passen sicher viele rein. Kann man die da stapeln? Einfach, du hast da oben eine Luke, da schmeißt du die einfach rein. Das ist ein Viehanhänger. Mal gucken, ob da Hühner reinpassen. Naja, Hühner zählen als Vieh, oder? Ich weiß nicht, also sie zählen auf jeden Fall nicht als Seifenspender. Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich Hühner reinmachen kann. Mal gucken. Warum kann ich nicht mit meinem Pickup dahin fahren und die Hühner hinten draufsetzen? Flattern die weg. Viel besser, warum kann ich nicht den Pickup dahinstellen und die Hühner fahren dann heim? Ja. Kreative Lösung. Ich könnte die auf die Rückbank packen, die in dem Auto nicht ist. Auf dem Beifahrersitz. Können sich anschnallen. Schauen wir mal, ob ich hier Hühner kaufen kann. Ich kann Schafe kaufen. Soll ich ein Schaf kaufen? Nein, ich kann hier keine Hühner kaufen. Warum? Du bist beim falschen Stall. Wo kauft man Hühner? KFC. Aber ich will Hühner, die noch Sachen machen können. Außer gegessen zu werden. Oh, meine Güte. Da brauchst du wirklich einen Huhntransporter dafür. Ein Huhntransporter. Einzelnes Huhn kostet 50 Euronen. Ja, darüber rege ich mich schon seit 5 Minuten auf. Schon hart, ne? Du kannst sie aber auf eBay Kleinanzeigen für 5 Euro das Stück kaufen, deswegen weiß ich nicht, was das für Hühner sind. Ja, ich finde, es fehlt eindeutig die eBay Kleinanzeigen-Mod hier im Spiel. Ja, verkaufe pinken Viehanhänger, tausche gegen irgendwas, Hühner, mit dem man Hühner transportieren kann. Okay, gute Idee. Spekulatius-Kekse. Ah. Habe ich gerade schon so dezent Bock drauf auf Spekulatius-Kekse? Ja, ist ja auch die Jahreszeit für. Ja, so Spekulatius-Kekse? Ja, ich habe sie in der Jahreszeit nicht essen dürfen. Nein. Eat me. Da kann ich überhaupt kaufen an Hühnern. Oh, eine ganze Menge. Oh. Ja, mach einfach. Investier alles, was wir haben. So viele Hühner wollte ich nicht kaufen. Ich wollte nur gucken, wie viele reinpassen. Alles Geld soll ich... Ich glaube, so viel kannst du nicht. Du musst aber gucken, wie wir in deinem Tierstall überhaupt reinpassen. Katze, guck mal, jetzt hast du nämlich nur ganz wenig sonstige Kosten. Aha, aha. Dann waren die sonstigen Kosten vorhin nicht von mir. Hä? Ja, die 1000 Euro. Ja, können wir natürlich auch einfach so tun. Die 1000 Euro sonstige Kosten kann von allem Möglichen gewesen sein, Blaudi. Eben, die müssen nicht... Die wären höchstwahrscheinlich nicht von dem Hühnertransport gekommen. Könnte die Miete für die Sandburgen sein. Ja. Stimmt, die sind ja auch noch da. Bringen die uns eigentlich passiv Geld? Sandburgen? Ja, das Taschengeld, was die Kinder verlieren, Sand, wenn sie da reingehen. Generieren Sand. Nee? Doch, doch, bestimmt. Ich dachte, das ist es, was Sandburgen so machen. Ich verprügel meinen Schreibtisch. Warum? Was hast du gemacht? Was hat der Schreibtisch gemacht? Katze, wie weit warst du eigentlich hier mit deiner Zuckerrohr? Du bist eigentlich fertig mit? Zuckerrohr war fertig geerntet, mein lieber Oliver Louis. Na, die Frage ist, ob er es fertig geerntet hat oder ob er fertig damit ist. Nee, ich hab's fertig geerntet gehabt. Und dann war es aber so, dass es halt nicht so vom Nachwachsen kommt. Kann ich für 5 Euro Küken kaufen. Das ist super. Kannst du wünschen, dass in jedem Chicken Nugget ein Küken gibt? Wie, wo fahren wir nachher hin? Das, McDonalds. Hühner kaufen von St. Garten. Wo? Mal gucken, gibt sicher was in der Nähe. Ja, warum willst du Hühner kaufen? Weiß nicht. Mach eine eigene KFC-Filiale auf. Und wo willst du die hin tun? In den Garten. Der ist nicht abgegrenzt. Ja, machen wir für die Hühner. Okay. Okay. Boah, war ein Hühnerstall. Ja, Eierling. Das passt schon. Den kannst du immer die Essensreste geben. Du darfst ihnen nur keine Eier geben, das waren Schweine. Sonst kommt die auf die Idee. Kann ich denen Katzenfutter geben? Ja, wahrscheinlich sogar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hühner quasi alles fressen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hühner größtenteils vegetarisch sind. Du darfst ihnen nur keine Eier geben, sonst fangen sie an, ihre eigenen Eier zu fressen. Und das kriegst du auch nie wieder los.
Ich glaube, Hühner sind nicht Vegetarier. Katze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Würmer und sowas fressen, aber... Genau, glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nicht. Okay. Und ihre eigenen Eier, wenn man nicht aufpasst. Ich hatte Vorfahrt. Fies! Was ist fies? Dass Katze Vorfahrt hatte? Hat das extra mit Absicht ganz weit weggeschleudert. Der rammt mich andauernd. Muss man im Teich fahren, da ist auf jeden Fall auch noch einer. Kann ich gerne gleich machen, aber wenn ich dann resetten muss, bist du schuld. Hört sich gut an. Da ist mehr als einer, da sind zwei oder drei drin. Der eine da drin ist gereift. Den können wir für 20.000 verkaufen. Cool. Der von mir noch. Der ist bestimmt vergoldet oder so. Ja. Da sind so viele kleine Hühnchen und Knubi-Bubi, hallo. Kann man mit denen ausreiten? Ja, die musst du auch alle, jeden Einzelnen musst du ausreiten von dem. Ich stelle mir das gerade so vor, du bindest die alle so an irgendwelche, Schnüre und dann führst du die rum wie so Luftballons. So 10 Hühner an einer Hand in der Hand mit ganz vielen kleinen Leinen oder brauchen die so Geschirre? So, eine Frage. Hühnergeschirr? Die musst du an eine Leine gewöhnen. Ja. Und wehe, die bocken rum. Gegen sie eine Würgeleine. Fies. Also, was mir gerade einfällt, gibt so viele coole Soundtracks von irgendwelchen Serien, die so ikonisch sind. Die ganzen Themes, dahinter ist ja nochmal eine komplette Kunstform versteckt, außerhalb der Musik. Also so eine Sub-Musik sozusagen. Ein Musikstück zu schreiben, das 1:1 für den Charakter passt, ist so faszinierend. Möchtest du deine eigene Hymne haben oder was willst du mir damit gerade sagen? Ich habe meine eigene Hymne. Go, go, power, deo, ich, dum, 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 ist vielleicht eventuell abgekupfert. Ich glaube, das gibt's schon, danke. Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es gibt auch noch Blauli, der Explorer, ne? Ja, ja, eindeutig. Ja, aber für mich gibt's ja eine Hymne. Balui, bam 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 falsch. Dum 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 dum. Oh eo, Balui, oh eo, Balui. Dum 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 dum. Vielleicht beenden wir lieber die Folge hier, bevor es noch mehr eskaliert. Ich würde sagen, guck gerne morgen bei Balui vorbei, da kommt die nächste Folge. Gestern kam eine bei Katze. Und ansonsten könnt ihr gerne wieder vorbeikommen und macht es gut, bis zum nächsten Mal und voll Rio. Ja. Ja. Tschüss.